Hallöchen, meine Lieben, und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge ATS 2 mit der NTG. Und ja, wie ihr seht, es ist ein bisschen Grafik, hat sich ein bisschen was geändert. Und kann auch kurz hier einblenden. Ihr seht, was ich aktiviert habe vom Reshade, und da bräuchte ich halt gerne nochmal eure Hilfe. Und zwar haben wir folgendes Problem. Ihr seht hier hinten vielleicht im Spiegel, links davon, dass da das ein bisschen wackelt, ein bisschen kräuselt. Ich weiß nicht, was da das Problem ist, ob es irgendwas hier mit diesem Reshade zu tun hat oder nicht. Wäre schön, wenn ihr mir da vielleicht ein paar Unterstützung geben würdet. Und ich würde einfach mal sagen, wie gesagt, ich habe noch angesetzt, dass wir für diese Tour nochmal ein Stückchen fahren. Und zwar habe ich den Auftrag von Le Havre nach Paris genommen. Wir fahren nämlich für die Total. Wow, für meinen Arbeitgeber, ich fasse es nicht. 3 Kilometer Anfahrt. Und dann sage ich mal, bis gleich. So, ihr Lieben, da sind wir bei der Total geladen. Und zwar haben wir geladen Borsäure 16 Tonnen, also fast 17 Tonnen. Und haben eine Fahrt von ca. 185 Kilometer. Also das heißt, es geht nach Paris und ja, wir schauen, wie gesagt, das Ganze erstmal an mit Reshade. Ich habe auch exakt wieder meine Webcam da jetzt auch ausgeschalten. Und dass wir das Ganze mal ein bisschen betrachten können. 2700 noch was mal. Ich glaube, lass uns einfach gerade zu den Einstellungen gucken bei der Grafik. Genau, 2115 mal 1527. Das hat er gesagt, sollte ich auch nochmal erhöhen. Das werden wir dann auch nochmal tun. Und ja, aber wie gesagt, das ist alles über Curve, Bildschirm. Und schauen einfach mal, dass sich noch was verändert hat. Ja, es kräuselt immer noch ein bisschen. Na, schauen wir mal. Gut. Dann würde ich sagen, starten wir einfach das Ganze. Schauen wir mal, wie sich das aus. Hat auch alle Lichter an? Jawohl, hat er. Perfekt. So, ja. Dann kann ich euch dazu noch ein bisschen was erzählen. Ich hoffe, dass nur das ganze Gewackel hier ein bisschen aufhört. Perfekt. So. Hoppala. So, auf den Ort in Gang legen. Gut, ja, wir haben heute den 4.5., falls ihr das nämlich seht, das ist ein Samstag. Den Freitag, den Stream, der war ja sowas von... Naja, ich konnte halt nicht. Ich war müde von der Spätschicht am Vortag. Und das darf ja auch mal passieren. Oh ja. Und dann habe ich einfach mal gedacht, naja, was kann sich da denn noch ändern? Da dürfte ich am Samstag ein bisschen ausschlafen. Selbst mit müde... mit müdem Gemüt zur Arbeit gehen. Naja, also ich kann euch sagen, ich war wirklich platt gewesen. So. Was habe ich an dem Samstag eigentlich noch gemacht für euch? Ich habe noch... wir sind für LS Stadler für die Ernte, Rapsernte. Das heißt, dass wir auch dementsprechend auch... loslegen können und man müsste aber noch die Tiere versorgen und etc. Ich habe ja leider am Dienstag geschafft, dass ich den Server nicht einrichten konnte, aber dafür habe ich noch ein bisschen paar Videos geschnitten, vor allem Streams danach, aber soll er denn
dementsprechend auch so sein. Zwei neue Folgen, wie gesagt, habe ich noch aufgenommen für LS22 Haut Belleran, experimentell. Und weil ich ja auch Mitte Mai möchte ich ja eine neue Karte starten, das heißt Thüringen. Gucken, was da so abgeht, was wir da machen müssen. Und heißt das jetzt, du schickst mich in die falsche Richtung, willst mir das damit sagen? Und schon verfährt er sich, der Gute. Wow. Hey, verfahren hat er sich. Nicht schlecht, das muss man auch mal können. So, ich hoffe, dass die Grafik sich dann gleich mal ein bisschen sich einpendelt. Weil, wie gesagt, ein kleinen paar Umgebungsdetails, ne? Sag ja, hoppala, bleibst du mal stehen, sag mal. Das hat er sich natürlich nach vorne gehört. Ja, hat er. Ja, mein PC läuft trotzdem sehr ruhig, das ist gut. Machen jetzt was, was ich nicht normalerweise nicht machen. Kürzen das Ganze nämlich mal ab. Ja. So, das passt doch wunderbar. Ah, jetzt fällt das schon. Jetzt muss er arbeiten, der Gute. Ja. Ja, das sind halt ein bisschen die Grafik, die ich da ein bisschen umändere. Bei meinem Computer wird da schon ein bisschen heiß. Ich habe es heute Morgen zum ersten Mal bei LS gemerkt, wo ich dachte, ey. Okay, Grafik eigentlich schön und gut. Was ist los bei dir? Und das ist halt die Frage. Dass der halt ruhiger läuft, oder besser gesagt mit dem. Bei Leistung zieht er auf jeden Fall. Ihr seht jetzt Abendrot, ihr seht halt jetzt die. Das im Hintergrund. Ich will, sagen wir so, gerade deswegen in der Ego-Perspektive mal gucken, ist da. Wie das farblich so überträgt. Ne? Also, wie gesagt, das sind jetzt quasi schon ein paar Tests, die wir jetzt durchführen. Die möchte ich mit euch zusammen machen, dass, wenn ihr Lust habt, das Ganze auch probiert, werde ich auf jeden Fall noch meine PC-Daten oder. Naja, in der aktuellen Equip-Liste findet ihr das bei mir. Der Link ist ja auch in der Beschreibung. So, jetzt schauen wir mal, ob man da. Das Ganze schmackhafter bekommen. Also so muss ich sagen, gefällt mir das. Oh, jetzt muss er weniger arbeiten, okay. Ich bin immer noch auf der 1.49 unterwegs. Sollte da bekanntlich sein. Aber ich freue mich schon, wenn die .150 die Version rauskommt. Und ja. Gut, was haben wir denn sonst noch? Ja, am Sonntag treffen wir uns ja wieder, also besser gesagt morgen, wenn das Video heute rauskommt, dann sehen wir uns ja auch schon wieder im Stream. Samstag, also heute, wird kein Stream damit rauskommen. Ich habe schon ein bisschen überlegt. Ich muss das, hab noch ein bisschen meinen Haushalt zu machen. Ich denke, das ist auch verständlich. Deswegen habe ich auch Samstag und Sonntag aufgelassen. Offen gelassen, ob wir dann Stream machen oder nicht. Weil morgen möchte ich eigentlich ein bisschen um die 2 fahren. Bevor wir dann
nächste Woche wieder mit der LFM losgehen. Wir haben ja die Woche ja schon gepackt, dass wir zusammen oder dass ich die Fastest Permit erreicht haben. Hey, 8 Minuten 38,3. Das war das, was ich da auf nochmal bei mir auf meinem Profil bei der LFM geguckt habe. Saustarkes Ergebnis, kann ich eigentlich nur sagen. Also bin ich eigentlich sehr, 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 sehr zufrieden damit. Ne? Also wow. Einfach nur sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ja. Es wird jetzt noch ein bisschen, also es werden noch ein Tag in der Woche ein Stream wegfallen, also nur kurzfristig, wie gesagt, weil ich möchte noch ein bisschen, ich möchte ein schönes Intro für die LFM einmal machen, oder für meinen, und da möchte ich mir schon ein bisschen Zeit lassen, auch die Fehler, also wie gesagt, ich suche mal da ein paar schöne, Szenen raus. Und die möchte ich mich mit euch in ein Intro festhalten. Ja, dass man quasi das erste Intro nimmt und sagt, hey, pass auf, so und so sieht's aus. Die Fehler darfst du zum Beispiel nicht machen. Und ich finde es eigentlich sehr schön. Ist eigentlich auch sehr klar strukturiert, wie ich eigentlich finde, das Vorgehen. Und weil ich einfach auch da sehr, sehr, sehr viel Spaß haben. Es heißt natürlich, und es soll nicht heißen, bitte, das müsst ihr jetzt verstehen, es soll nicht heißen, wir spielen kein ETS mehr, wir spielen kein OMC oder LS mehr, um Gottes Willen. Es ist halt momentan echt die Zeit, oder es fehlt halt echt die Zeit, auf Multiplayer halt was aufzubauen, wenn man halt schon in der LFM da halt was ist. Und ich frage mich halt, naja, gerade mit dem Reshade-Programm, was ich ja sehr zufrieden eigentlich bin, wie weit ist es möglich, dass ich sagen kann, dass der PC ruhiger läuft, wir trotzdem im Multiplayer halt zocken können. Aktuell ist er halt sehr schnell warm, wird schnell warm. Deswegen habe ich mir auch nochmal ein paar, also jetzt gerade bei ETS, ein paar Videos angeguckt, ein paar Tutorials, um einfach mit dem Reshade-Programm klarzukommen. Ja, also es war schon interessant zu sehen, was da abgeht. Was sich da so verändert, aber mit der Leistung, wo ich sagen möchte, dass der PC bei LS da auch viel ruhiger läuft. Also die gleichen Einstellungen, wie ich es da jetzt hier im ETS habe, habe ich jetzt auch im LS. Deswegen hoffe ich es, dass das was wird, dass ich das weiter benutzen kann, weil es wird für das Projekt im Juli, was ich angegeben habe, wird damit auch zu tun haben. Ja, also dass man da selbst viel, viel, viel mehr damit machen kann. Grafiklich gesehen. Deswegen wird es eine... Ja, ich habe mir überlegt, mit was kannst du das verbinden? Mit was kannst du das dementsprechend... dementsprechend in einem Action-Game, was ich vorhatte, mal zeigen, probieren, wie das halt abgeht. Und ich habe mir da was rausgesucht, deswegen wird es auch die erste Folge am 1. Juni, Juli geben, Juli, so, und bin einfach mal gespannt, wie ihr das so findet, weil es auch schon ein kleines Vorprojekt quasi war. So, da sind wir schon wieder an der. Da sind wir auch schon wieder an einer Mautstation. Also wie man sieht, hier die Lichter oben, neben dem T links, die 30er-Zone. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Und
Deswegen bin ich jetzt auch noch auf der Suche nach einem Programm. Ja, ihr wisst ja, dass das mit dem Android-System, was ich da drauf habe, des digitalen Fahrtenschreibers, auch im Stream abrufbar ist unter Lenkuhrzeiten, also LRZ quasi. Lenk- und Ruhezeit, genau. So, darf ich rüber? Das ist nett von dir. Ja, ich weiß, niedriger Tankstellung. Ich meine, wir fahren für die Total, also total spritleer oder was? Naja. Schauen wir mal, ja. Ja, eigentlich war die Woche so eigentlich sehr entspannt, muss ich sagen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Also das hat mir auch sehr gut getan. Ich konnte nämlich schon ein bisschen Kraft tanken. Das habe ich auch die Zeit genutzt, um mir auch meinen LKW nochmal ein bisschen genauer anzugucken. Wir haben ja gesagt, ich will da noch ein paar Änderungen mit reinnehmen. Kommt auch, also. Wenn ihr das Video seht, dann bin ich heute noch an einem Trailer am Arbeiten und noch an einer Lightbox oder weiter an der Lichterbox für mein geliebter Mercedes. Und dann schauen wir mal, wie sich oder was ihr dazu meint, war wie oft es da gut ist. Das ist nämlich echt eine Herausforderung. Also optisch gesehen, ne? Weil ihr wisst, ich bin zwar kreativ, aber viel Schnickschnack am LKW will ich auch nicht haben. Deswegen hoffe ich ja, dass es eine Lightbox dafür quasi geben wird. Ja, dann sind wir auch schon in Paris angekommen. Im Dunkeln. Ihr wisst, ich fahre gerne im Dunkeln. Oh mein Gott, ey. Nein. Voll die Motivation jetzt. Aber, ihr Lieben, das sind erstmal so die zwei Projekte, die ich jetzt da für ETS am machen bin. Wie gesagt, das wird man vielleicht noch ein kleines Streamchen weiterbauen. Zumindest habe ich das mal für nächste Woche mal kurz so angesetzt. Und möchte einfach da auch noch ein bisschen am Start sein. Wie gesagt, ich habe heute Morgen noch jemand gefunden, oder mich hat jemand noch angeschrieben von OMSI 2. Hey, ich würde gerne bei euch im Betrieb mitfahren. Super, wird ist richtig toll. Auch da werde ich jetzt öfters mal wieder aktiv sein. Ich weiß, ich habe noch ein paar Livestream-Folgen die aufgenommen. Aber ich denke, dass ich die Montag. Ja, momentan kommen sie sehr unterschiedlich raus, ne? Das muss ich auch gestehen. Ich komme halt nur dann dazu, wenn ich sie auch schneiden tue. Genauso bin ich mir noch am Schneiden von den Folgen vom LS, ne? Wo ich auf fremden Lohner unterwegs bin. Aber das wird auch noch irgendwann kommen. So, dann schauen wir mal, wo sie uns denn hinhaben wollen. Ich denke mal, eine Außenperspektive darf man mal da haben. Ich sehe auch schon, dass so die Grafik an sich gar nicht mal so schlecht ist. Also, er muss halt ein bisschen nachbearbeiten. Das ist normal. Ah ja, da wieder. Auf die Ecke mal wieder. Aber das ist normal. Vielleicht muss ich mal. Weil wie gesagt, die zwei Rechner, die stehen zwar nicht nebeneinander, aber der eine vor, der eine dahinter. Aber der zieht noch von unten quasi Luft rein. Und deswegen werden die auf so ein Gitter quasi gestellt, dass ich noch von ein paar Seiten Luft rankommt. Also dass das Ganze, dass das sich schneller abkühlen kann. Weil für mich ist das halt ein wichtiger Punkt. Gerade wenn ich dann mal wieder so ein Megaprojekt habe, dann ja. So, wie gesagt, schaut euch das Video mal genau an. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lassen würdet, weil wie gesagt, ich arbeite mit Reshade. Mir ist es der Grafik sehr wichtig, mal umzugehen. Vor allem gerade mit dem Programm. Und ja,
Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Schreibt mir gerne das in den Kommentaren. Habt noch einen schönen Tag. Euer Bartalo. Ciao, ciao.